Wie komme ich am schnellsten zum Ziel? Das ist wohl die erste Frage, die sich Patienten und Besucher im Klinikum der Universitätsmedizin stellen. Ein einheitliches und einfaches Beschilderungs- und Orientierungssystem, eine Herausforderung in einem Komplex dieser Größe. Mit der Eröffnung des neuen Diagnostikzentrums im Juli 2013 wurde auch ein neues Leitsystem fällig. Beauftragt wurde die auf Wegeleitsysteme spezialisierte Hamburger Firma Sign Information Systems. Wir haben hier einen Ring von Häusern, in denen sich die Bettenhäuser auch befinden, also das heißt die Kliniken, um den eigentlichen zentralen Behandlungskern oder um das zentrale Gebäude herum. Das heißt, wenn ich ein Ziel finde, habe ich nur noch einen Weg zu folgen nach einem Flur oder nach einem Haus. Die Flure sind nach Ziffern durchnummeriert und die Stationsbettenhäuser nach Buchstaben. Suche ich also eine Station K5, dann weiß ich, aha, K5 ist im Haus K in der 5. Etage. Ist sehr logisch dadurch dann aufgebaut. Wir machen den Test und wollen uns vom Haupteingang zum Kreissaal leiten lassen. Mit einem Blick auf die Infotafel am Eingang finden wir schon die wichtigsten Wegpunkte. Flur 11, Aufzug 11, erstes Obergeschoss. Zur Sicherheit lassen wir uns von den freundlichen Mitarbeiterinnen an der Information eine Karte aushändigen. Dann geht es los zu Flur 11. Auf dem Weg passieren wir Deckenschilder, die uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das wichtigste Element der Beschilderung ist natürlich erstmal die zentrale Hauptübersicht, die alle Ziele und den Lageplan darstellt, um eine Übersicht zu gewinnen. Und dann folge ich Stelen, die in die Flure wegweisen, Deckenwegweisern, die mir sehr intuitiv den Weg zu den Kernen der einzelnen Aufzüge, zu den Fluren, den wichtigsten, oder eben zu den Bettenhäusern wegweist. Inzwischen sind wir beim Aufzug angekommen und damit auf der Zielgeraden. Durch die vereinfachte Beschilderung konnte übrigens 40% der alten Beschilderung eingespart und im neuen Diagnostikzentrum wieder eingesetzt werden. Das letzte Schild in unserem Beitrag markiert das Ziel unseres Testspaziergangs. Wir sind im Kreissaal angekommen, ganz unkompliziert. Denn auch die besucherfreundliche Orientierung verdeutlicht das Motto der Universitätsmedizin Greifswald: höchste Qualität zum Wohle unserer Patienten.